8. Das ist eine schnelle Schritte, wenn du willst, dass er mich gerade ist. So, dann fangen wir den Countdown nochmal an. Raul. So, also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und auf! Jo, das sind wir gespannt, liegt auf. So, wir sehen also jetzt hier am Drachenhimmel die Herzen aus dem Drachenworkshop. Die Fünferkette, die habe ich hier gehabt. Ich bin ja hier, der in der Box steht. So, ansonsten noch mal kurz erläutert, was Sie noch sehen. Wir haben einige Schleierschwanz-Deltas. Der schwarz-rote ist ein Selbstbau, er ist gekaufter. Der weiße mit dem Elch drauf, das ist Diana aus Dresden, genau, unser Norwegentier. Dann haben wir noch weitere Schleierschwanzdeltas hier auf der rechten Seite, in der Mitte. Dieses Lilane, was so ein bisschen aussieht wie eine Muschel, das ist ein Nasa-Wing, geflogen vom Uli. Dann haben wir noch einige, so eine gelbe Indoor-Gleiter. Dann im Hintergrund sieht man noch einen, der so ein bisschen tanzt, mit in der Mitte so ein neonfarbenen Halbviereck und ringsherum ein bisschen hier so ein sechseckiger. Das ist ein Rokaku. Den Rokaku werden wir heute noch öfter sehen. Wir werden heute im Laufe des Tages noch einen Rokaku-Kampf veranstalten. Weiter links ist noch so ein schwarzer Rokaku, ein etwas größerer mit diesen bunten Flechten drauf. Hier vorne der blaue mit dem Schwarz in dieser Applikation, in dem rot-blauen Schwanz. Das ist ein ganz normaler Eddie-Drachen. Was sehe ich noch? Dann habe ich noch einen Della Porta, das ist oben der weiße mit dem Buntbogenschwanz hinten dran. Und noch einige Lenkdrachen. Hier im Vordergrund der grüne, das ist unsere Susanne. Mit dem Lenkdrachen. Und der Chris mit dem roten Herz, das ist eine Uraufführung, den hat er jetzt extra für dieses Drachenfest gebaut. In Vierleiner Drachen in Herzform. Gibt so eigentlich bis jetzt so viel, ich weiß nur ein einziges Mal und das hier auf der Wiese. So, der Wind lässt wieder ein bisschen nach. Ich versuche noch ein bisschen zu punkten, dass ich hier den Herz noch ein bisschen hochkriege. So, ansonsten bedanke ich mich bei allen Aktiven für diesen Massenstart und alles andere wird dann demnächst am schwarzen Brett angeschrieben.